was wäre, wenn die Preise der VAG weiter ansteigen? Der Stadtrat hat neulich mal wieder eine Erhöhung der VAG-Fahrpreise mitgetragen. Erstens deshalb, es gibt eine Inflation und die Preise müssen an die Inflation angepasst werden, was natürlich nicht schön ist, aber eine wirtschaftliche Notwendigkeit, denn der öffentliche Nahverkehr belastet die Stadt auch schwer. Sie muss die Investitionen sehr stark und zu großen Teilen mittragen. Da würden wir uns auch noch mehr Entlastung vom Bund erhoffen und von der Staatsregierung. Dann könnte man vielleicht über billigere Tickets reden. Ja, also da muss ich dir völlig recht geben. Die Stadt trägt viele Kosten dieser Erweiterungsbauten, aber auch muss weiter investieren, dass man auch neuere Wagen und Züge hat, zum Beispiel für den Schienenverkehr in der Stadt. Also, und die Preise steigen, aber das fand ich auch eine gute Idee, dass zum Beispiel das Schülerticket für Schüler durch ist, die jetzt wahrscheinlich nicht außerhalb von 3 Kilometern der Schule wegwohnen, dass die Stadt sich da beteiligt. Und ich finde, mit solchen Beteiligungen kann man auch jetzt selber auch Autofahrer aus der Stadt halten. Aber man sollte auch die Tickets an sich, die Tarifstufen vereinfachen, weil es ist mittlerweile ein Dschungel, den man nicht gleich überblickt, wenn man hierher kommt. Und also das derzeitige Modell in Nürnberg will eben vor allem Häufigfahrer unterstützen und Touristen, die vielleicht eher wenig oft in der Stadt sind, die mit eher höheren Preisen belasten. Daher kommt vielleicht dieser komplizierte Aspekt. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass man sich um die sozial Schwächeren auch bei den Fahrpreisen kümmert. Da gibt es Entlastungen, die Stadt so will. Und auch ganz wichtig, zum Beispiel ein Antrag von uns Jusos ist, dass auch Schüler, die innerhalb von diesem 3-Kilometer-Radius wohnen, auch ein Schülerticket bekommen. Denn die können sonst wie in ihrer Freizeit, wie ein anderer Schüler, der vielleicht nur 100 Meter weiter weg wohnt, nicht einfach rumfahren. Ja. Das ist einfach ziemlich schade. Also ein kostenloses Schülerticket für jeden. Was wäre, wenn alle Mieten für Wohnungen in der Stadt immer teurer würden? Also wenn es jetzt in der Stadt keinen billigen Wohnraum mehr gäbe, da müssen wir bei sowas, denke ich, immer gern an Paris. Paris, innen drin zu wohnen, ist recht teuer. Außen in den Banlieues recht günstig, aber dort haben wir sehr viele soziale Brennpunkte. Und zu einer ordentlichen Stadtkultur gehört auch ein bunter Mix dazu, dass man jetzt nicht unbedingt eine Hochhauskolonie in Ehrenstegen aufziehen kann, das versteht sie von selbst. So ist so ein guter bunter Mix. Also, man kann aber auch jetzt nicht, Aber was gibt es denn für konkrete Mittel vielleicht, mit denen man die Mietsteigungen verhindern könnte? Was dringend ist, es muss nachverdichtet werden, meines Erachtens, im städtischen Raum. Man muss vielleicht 2-3 Stockwerke höher bauen. Also Paris ist von der Fläche selber so groß wie Nürnberg, sogar kleiner als Nürnberg von der Fläche, nicht von der Einwohnerzahl. Das ist immer so ein Funfact auf Partys, das dann immer gleich nachgeschaut wird. Aber die Franzosen, also dort sind die Häuser dann auch, bei uns haben wir ja 3-4 Stockwerke hier in Nürnberg im Schnitt. In Frankreich gehen es dann 7-8 Stockwerke plus Mansarde. Deshalb leben da auch 4 Millionen sind es, wenn ich in Geografie noch aufgepasst habe. Aber da muss man nachverdichten, man muss mehr Angebot schaffen, weil die Nachfrage steigt immer weiter. Weil nur wenn ein Überangebot da ist, können die Preise fallen und nicht umgekehrt. Man muss aber auch in diesen Wohngegenden schauen, dass man auch sozialen Wohnraum schafft. Dass man Mensch sein darf, egal wo man ist. Also vielleicht war jetzt das Beispiel in Mitternstingen etwas drastisch. Aber es geht ja auch um den Bestandsschutz der Häuser.
Also was sind denn konkrete Mittel, mit denen man günstigen Wohnraum schaffen kann? Und viele haben den nötig. Ja? Es geht viel zu viel Geld drauf für die Miete. Und die Gründe dafür sind zum Beispiel Mietspekulation, also dass die Preise einfach unmöglich viel höher angesetzt werden, weil man weiß, man findet schon irgendeinen oder man lässt es mal für 2 Jahre leer stehen, weil man sich dadurch einen Mehrgewinn erhofft. Also die Mietpreisbremse müsste verschärft werden. Sie sollte für Transparenz sorgen, dass man prüfen kann, wie viel hat mein Vormieter bezahlt und wie viel bürdet mir jetzt der Vermieter auf im Vergleich dazu. Und natürlich sollte man dann auch das irgendwie kontrollieren können, dass da nicht horrende Mietsteigerungen dabei rauskommen. Dann ganz wichtig, ja, Nachverdichtung. Was anderes ist natürlich sozialer Wohnungsbau. Da wäre es schön gewesen, hätte die CSU die vom Bund genehmigten Mittel dafür nicht gleich wieder runtergekürzt. Oder zum Beispiel nicht soziale Wohneinheit auf dem privaten Markt verscherbelt. Da haben wir ziemlich Zeit verloren, die wir dringend brauchen, weil gerade jetzt gibt es einfach zu wenige Wohnungen. Also sozialer Wohnungsbau, ganz wichtig für günstige Mieten. Also vor allem auch wichtig für junge Familien, die jetzt in die Stadt ziehen wollen, aber es nicht können, weil ihnen das Geld einfach fehlt. Und da kommt man an ein Problem wie in Zürich in den 90er Jahren, dass die Stadt einfach altert und altert und altert und keine Jungen mehr dazuziehen. Überall in Deutschland soll es Internet geben. Ich finde, ja, das Internet gehört zur Industrialisierung 4.0, die jetzt auf uns zukommen wird. Es ist immer wichtiger zum Informationsaustausch. Man kommt schneller an neueste Nachrichten ran. Und ich finde, das sollte man auch auf dem Land können, wo man jetzt wahrscheinlich nicht so tolles Internet hat. Mir ist das... Ja, investieren, investieren, investieren.